Genau. Willkommen zurück hier in Eschagon, Leute. Und heute, ja, machen wir auf jeden Fall weiter, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Ruf für respektvoll beim Rossbolz-Widerstand. Ja, dann schauen wir mal. Die waren doch erst gestern da, oder? Ich glaube, wir kommen zu spät. Hier herrscht bereits Chaos. Nee, anscheinend sind die Tortolaner hier ein bisschen festgehalten worden, oder? Guten Tag, werter Herr oder werte Dame. Ja, unrentable Unterfangen. Das kennen wir doch schon. Zerstört Fabriker Rot, Orange und Fabriker Grau. Ah, ja. Na schön, geht schon. Ich war sowieso Seid fertig. Seid ihr hier, um mit der alten Nola zu sprechen? Und direkte Vorgehensweise kennen wir auch. Das erinnert mich an eine Geschichte. Nein, wir gehen weg. Okay, Grisek Zichtzang, der ist ja immer noch hier, ist ja... Wie geht's, wie steht's? Ah, ja, okay. Macht euch locker. Aber ich sag der Roms. Braucht ihr ein Tuning? Emissionsfrei. Wir brauchen ein paar leere Energiezellen für den Batteriepack am Steuerungsmodul des Reittiers. Schaut, ob ihr sie für mich auftreiben könnt. Oh, das trifft sich. Da hat mir ja Shadowware 66 ja Haltet den Motor am Laufen. Schon als Tipp gegeben. Wir haben auf jeden Fall 20 leere Energiezellen. Kann an einer Aufladestation aufgeladen werden. Ja, Pristi Blitzlader im Rossbolzen weiß mehr darüber. Ja, da wissen wir ja bei Bonlos Station. Ah, wir müssen diesen Batteriepack reparieren. Gute Arbeit, das wird wirklich helfen. Weiter funkeln! Okay, Leute, ja. Das hätten wir aber ziemlich ratzfatz erledigt. Frisst die Blitzlader. Bitte spezifiziert eure Anfrage. Zertifiziert aus zweiter Hand. Oh, das kennen wir auch schon, gell? 15 wiederverwertete Mechagnom-Gliedmaßen. Wir danken für euren Besuch. Ja. Seid ihr sicher, dass eine Amputation notwendig ist, Pristy? Flammeister Oberfunks hat keine speziellen Anforderungen für... Oh ja, mein liebes Versuchsobjekt, ich bin ganz sicher, dass das nötig ist. Verbannt alle Zweifel aus euren Gedanken, das wird wundervoll. Was hat Oberfunks mir da eingebrockt? Okay, das mit den Mechagnom-Gliedmaßen, das kennen wir aber auch. Und Archivar Bitbyte. Ja, diese Norganon-Scheiben. Und dann abliefern. Das kennen wir auch. Tja, schauen wir gerade mal auf die Karte. Wir können ja mal nachschauen, was für Projekte heute aktiv sind. Erwarte euren Input. Rückgewinnungsturm und Flammengeschütz. Ja, das wäre doch mal interessant, oder? Erst experimentieren, dann implementieren. Oh, da komme ich ja genau richtig. Bin hier eben gerade angekommen und die üble Manifestation ist ja gleich Geschichte. Also Rückgewinnungsturm habe ich leider gesehen, dass er wieder aktiv ist. Also wir können da jetzt nicht mitbauen. Aber wir können hier mal auf Bondos Hof schauen, weil das andere, was wir haben, das sind ja alles so Sachen, die wir kennen. Ja. Muss ja nicht unbedingt sein. Naja, klar, solange man Ruf braucht. Fitz Funkenschlag. Eure Anwesenheit wurde registriert. Zerteilte Bots. Ah, da muss ich wieder was wiederbeleben, ja? Jedes Problem ist lösbar. Ah, ja. Ich tu mal wiederbeleben. Ups, ist ja nichts da. Aber ich habe dann auch mal nachgeguckt. Ja, wir haben wieder Besuch. Ich habe dann auch nachgeguckt. Wir haben irgendwie auch so ziemlich alle Mechagon täglichen Quests. Ich habe da jetzt, glaube ich, schon so eins oder zwei gesehen, die wir noch nicht kennen. Außer das mit den Archäologen. Das sind halt, sind eigentlich noch mal zwei, weil da hatten wir das ja nur mit den, wo wir da hinten irgendwas finden sollten, ja. Ja, wenn die Archäologen nochmal vorbeikommen, beziehungsweise die Forscherliga. Ja, Mechagnom-Gliedmaßen habe ich mir schon besorgt, eine Noga non-defekte Datenscheibe habe ich auch, dann können wir die mal abgeben. Ja, ich habe eine defekte Datenscheibe, beginne mit Scan. Was ist denn das jetzt hier? Aber trifft sich auch ganz gut, dass ich jetzt hier eigentlich fast alle Quests kenne. Und weil es auch wieder so heiß ist, passt schon. Weil das mit den Tortolaner brauche ich nicht unbedingt machen und zerteilte Bots, klar. Man kriegt da insgesamt viel Ruf kriegt man da eh nicht, ja. Also für die Prinz Erasmin Quest, da kriegt man ja irgendwie so 850. Und für diese anderen täglichen Sachen kriegt man nur 75 Ruf, ja. Also, klar, die machen sich jetzt auch bezahlt, sage ich mal, aber man kann es auch mal weglassen.
Oh, muss ich wieder abgeben hier. Ah, ja. Ist sicher eliminiert. Ja, wenn ich noch mehr Datenscheiben finden würde. Bin hier ein bisschen durchgeflogen, aber auch die Spinne erledigt. Da war hier hinten einfach so eine ganz normale mechanisierte Truhe. Das habe ich da irgendwie so eine Farbviole Feuerballrot. Der mitreißende Mantini kann das sicher gut gebrauchen. Aha, das ist dann für die Mechano-Katze, oder? Sieht ganz danach aus. Oh, hier gibt es irgendwie zwei Truhen. Ja, weil ich versuche immer noch so Kettenzündungen, weil diverse sind wirklich manchmal überhaupt keine da irgendwie. Also nur so ein paar. Was, die nächste Truhe ist unter mir, oder was? Das heißt, wir müssen in die Höhle. Noch kann ich losfliegen, oder? Sein bei den Trox. War es mal unsichtbar? Ich brauche noch zwei Kettenzündungsspulen. Menno. Okay, Leute, ja. Irgendwie finde ich gerade sonst nichts anderes, aber wir können ja mal diese Feuerball-Fiole abgeben beim der mitreißende Martini. Assistenzprotokoll aktiviert. Ja. Niemand mag langweilige Katzen. Ich kann euer Mechano-Katzenreittier mit etwas Flair und Farbe aufpeppen. Dann seid ihr im wahrsten Sinne des Wortes farbenfroh. Bringt mir alle Farbfiolen, die ihr findet, und ich füge sie zur Farbauswahl für eure Mechano-Katze hinzu. Ja, okay. Ich habe ja gar keine, aber komm, wir geben die erstmal ab. Was für eine gewagte Farbe für eine Mechano-Katze. Ich kann mir vorstellen, wie ihr sie reitet. Ja, ich habe gar keine. Speichere Gesprächsverlauf. Also, ich habe keine. Oh, lackiert meine Mechano-Katze den Feuerball rot? Bitte bewertet eure Interaktion. Hat er jetzt einfach hier so ein Ausstellungsstück genommen? Tja. Ich wurde geschaffen, um zu dienen. Ich habe keine Mechano-Katze. Ihr müsst eine haben. Jeder muss eine Mechano-Katze haben. Ich an eurer Stelle würde sofort mit Pascal King darüber sprechen, wie man eine herstellt. Jo. Ich wünsche einen schönen Tag. Ist mir aber zu teuer. Du bist hier irgendwie so ein... Nö. Das mit dem Rückgewinnungsturm ist auch, ja, ein bisschen... unglücklich irgendwie, aber Mechano... Wie darf ich euch bestücken? Ich habe ja noch diese Gliedmaßen. Ja. Nora wird uns helfen, die Dinge zu reparieren, die er findet. Wundervoll, das sollte reichen für präzisierte Gliedmaßen und kritzelt etwas in ihrem Notizbuch. Mindestens 3 Stunden. Mann, diese Gliedmaßen sind immer ruckzuck weg. Transaktion abgeschlossen. So, sind wir zufrieden? Dann muss ich ja eigentlich nur noch einen seltenen Gegner finden, weil die Prinz Erasmin-Quest... Quests, die sind natürlich immer gut. Tja. Mechano-Katze. Was kostet die denn eigentlich? Lade Benutzerdaten. Also das Problem ist, ich habe nur 6 von diesen epischen Kettenzündungs-Blablub. Ja. Und Rostbolz Zapfanlage braucht 8. Und der Mechano war doch irgendwas mit Laserpointer. Wie man eine beschwört. Ich könnte theoretisch eine bauen. Mir fehlen nur Ersatzteile. Aber mir ist die Zapfanlage dann doch wichtiger. Oh, ich habe gerade gesehen, dass hier so ein Rare Spawn ist. Das ist dann der dritte und letzte. 8176. Ja, und wie nennt der sich? Ich war doch eben gerade da, aber ich bin immer zur Rostfeder geflogen. 8176. Ich glaube, Schrottklaue aktiv. Ja, ich schreibe einfach mal. Schrottklaue aktiv. 81/76. Könnte theoretisch irgendjemand... Schrottklaue, ja, stimmt. Ich fange jetzt einfach mal an, gegen das Vieh zu kämpfen. Ah, jetzt kommt natürlich wieder das. Ja, ich reite halt gerade. Das ist halt so das Ding. Diesen Antigravitationsrucksack, den kann ich nicht einfach so deaktivieren, wenn ich fliege, glaube ich. Was? Orange ist die Farbe der Saison, sagt der wahnsinnig Trock. Der ist auch gerade da, oder was? Den habe ich auch noch nicht. Egal. Schmeiß die Schrottklaue. Mal gucken, ob hier einer zu mir hergeflogen kommt. Das ist ja geil, wenn ich sag dir, Schrottklaue ist aktiv, dann fliege ich hier weg. Tja, es hat sich auch keiner gemeldet. Wir hatten es ja schon mal, da hatte ich das gepostet. Und dann kam in dem Moment, wo ich es gerade getötet habe, kam einer angeflogen. Ja, das ist natürlich, naja. Hat er was gesagt. Obwohl, ich kann natürlich auch verstehen, dass man nichts sagt, weil
Der weiß ja nicht, dass ich nur ganz alleine da dran war, ja. Es könnten ja sonst mehr Leute sein und dann sagt man, ja, wartet auf mich und so. Möchte man ja auch nicht unbedingt, dass dann mehrere Leute am Ende auf einen dann, keine Ahnung, wie lange warten. Aber vielleicht ist es ja auch kein spezieller Mob. Den muss man hier einfach nur im Wasser finden. Komm. Schrottklauer. Danke. Diese Atempause ist uns sehr willkommen. Lol, jetzt habe ich 7. 7 Stück. Cool. Oh nee, ey. Schon wieder. Jetzt ist wieder einer angeflogen. Der hat ja sogar. Der kann sogar fliegen hier in Meshagon. Komm, dann klatschen wir ja noch diesen defekten Gorilla-Bot weg. Vielleicht kriege ich ja hier noch eine Kettenentzündungsspule. Dann könnte ich diese Zapfanlage bauen. Aber ansonsten geduldige ich mich einfach. Also mal schauen. Nee, ich habe nur irgendwie Azeroth Mini-Pack. Kann man irgendwas sammeln, gell? Jetzt habe ich den Rotrock. Okay, Leute. Ja, leider habe ich keine. Ja, schauen wir einfach, wie es demnächst weitergeht. Macht's gut. Gute Reise.